Inflation gefährdet die Immobilie. Ist die Inflation gut oder schlecht für meine Immobilie? Eine Frage, die ich relativ häufig gestellt bekomme. Ja, in der Regel, wenn ich die richtige Immobilie ausgewählt habe, ist die gut. Denn der Immobilienwert bleibt letztendlich gleich bzw. steigt sogar mit Höhe der Inflation. Das sind Sachwerte. Wichtig dabei, dass ich die richtigen Objekte ausgewählt habe, wo ich auch Nachfrage dementsprechend habe. Und die Finanzierung ist ein Geldwert, denn die Finanzierung durch die Inflation wird immer weniger wert und verliert an Kaufkraft. Und das ist das Positive daran. Das ist die Immobilie letztendlich mit Finanzierung, 80, 90 oder 100% Finanzierung, manche auch sogar mehr, erwerben kann, kaufen kann. Und dann mir letztendlich einen doppelten Hebel aufbaue. Von daher ist es auch so, ja, man sagt auch dazu, man schaltet so einen Turbo als Vermieter ein, als Kapitalanleger. Ich habe Steuervorteile, der Mieter hilft mir beim Abzahlen, plus die Inflation wirkt noch positiv auf ein Investment. Da sieht man, wie viele gute Bereiche, positive Bereiche ich da ausnutzen kann.